Moin zusammen. Heute nach 8 Wochen sind wir mal wieder in Helmstedt bei Tim und wollen uns KWS Talent angucken. Schauen wir mal, wie er die letzten Regenergüsse und Hagelschauern so überlebt hat. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Feld. Ja, Tim, was ist in den letzten 8 Wochen so passiert? Ja, der Bestand, der hat schon ein bisschen was mitgemacht dieses Jahr. Wir hatten 2 extreme Starkregenereignisse mit 70 und 40 mm in sehr kurzer Zeit, Sturm und Hagel. Aber der Bestand hat sehr gut überstanden und ist stehen geblieben. Gleichermaßen ist der Bestand sehr gesund durch die Saison gegangen. Wir hatten hier, was Pilzbefall angeht, keinen besonders starken Druck und konnten rein protektiv arbeiten und zum Ehrenschieben mit Elatus Era und Simpara einen langfristigen Schutz auflegen. Wenn man jetzt hier durch den Bestand guckt und rumläuft, ist er auch wirklich sehr gesund bis unten hin. Wir haben in der Regel 4 gesunde Blätter und mit dem Wasser, was jetzt hier im Boden gespeichert ist, sollte das eigentlich eine einigermaßen erfreuliche Ernte werden. Ja, ich denke auch. Wir haben hier 4 gesunde Blätter, eine schön ordentlich ausgebildete Ähre. Wir sind jetzt gerade zu Beginn der Kornfüllung. Ich würde sagen, wir können ja mal die ährentragenden Halme auf den Quadratmeter zählen. Ich habe hier so einen schönen Getreidezählstab. 63, 64, 65 mal 10, ca. 650 Ähren pro Quadratmeter. Ich denke, das ist für die Sorte und für den Standort hier optimal. Somit können wir frohen Mutes hier Richtung Ernte gehen. Ja, dann sehen wir uns hier Anfang August zur Ernte wieder, Tim. Jawohl, Henning, freue mich drauf.